Ich habe euch wieder aufgenommen, wie meine Routine ist am Abend. Und diesmal ist es so was typisch untypisches für den Winter. Ich muss auch immer so ein bisschen nach meiner Haut gehen. Was möchte die in dem Moment? Und ich würde sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Wir sprechen heute mal wieder über Skincare und ich habe euch meine Routine aufgenommen. Heute soll es erstmal meine Abendroutine sein und ich reinige im Moment grundsätzlich immer mit Öl. Also ich brauche gerade mein Waschgel noch auf, aber für mich funktioniert Öl einfach am allerbesten und ich möchte da auch so ein bisschen mal Produkte einsparen, außer dass ich mal wieder ein neues Produkt teste, kann natürlich auch vorkommen, ist klar. Aber so in meiner Routine ist kein Waschgel mit drin in dem Sinn, sondern Öl. Und ich habe jetzt lange das von Rossmann verwendet und meine Nase ist verwöhnt. Ich rieche jetzt auch den Geruch von dem Öl. Wir haben da mal eine Diskussion auf meinem Discord gehabt, falls du da übrigens Bock hast. Link findest du unten in der Infobox. Und es ist halt schon so, dass Rohöle zum Teil halt unangenehm riechen. Und das riecht halt... Also entweder hat diese eine Flasche, die ich da hatte, nicht so stark gerochen. Aber die... Entweder nehme ich sie mehr wahr, das kann natürlich auch sein. So, es ist so ein leichter, ranziger Duft. Und es irritiert natürlich, weil du möchtest natürlich nichts Ranziges in dein Gesicht packen. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd, ne? Also wenn das DM noch ein bisschen neutraler hinkriegen könnte, es muss halt ganz neutral riechen, das wäre echt super. Also ich bin mir sicher, dass die erste Flasche da nicht so mega stark gerochen hat, aber naja. Also Öl ist immer noch mein Favorit. Ich habe mir jetzt das von Rossmann nochmal geholt. Ja, das nächste Produkt ist ein Aufbrauchprodukt und zwar die Solution von Face Theory. Da habe ich damals richtig gute Erfahrungen mit dem Support gemacht, weil mir die Flasche so ein bisschen ausgelaufen war. Die war halt offen und ich habe mich an den Support gewendet und habe tatsächlich die Flasche für lau gekriegt, also nichts bezahlt. Und seitdem habe ich die jetzt, seit einem Jahr, und ich versuche das halt natürlich jetzt auch mal leer zu bekommen. Viel ist nicht mehr drin. Ich würde mir das in der Form nicht mehr nachkaufen. Aber es ist trotzdem ein super gutes Produkt, was ich echt empfehlen kann. Du darfst halt nicht so super sensibel auf Säuren reagieren. Ich meine, wenn du sensibel reagierst, dann nimmst du eh keine Säuren. Oder versuchst eben auf neutral ist in dem Sinne ein falsches Wort, einfach auf nicht so aggressive Säuren zurückzugreifen wie Milchsäure oder PHA-Säuren. Das wäre ja dann in dem Fall eher noch was. Hier ist Milchsäure, glaube ich, mit drin. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Du findest das Video zu dem Produkt unter dem i, da guckst du mal rein. Und ich habe da noch so ein bisschen, schütt mir das immer in die Hand und gebe mir das dann auf die Haut. Ich mag's, aber wie schon gesagt, ich habe genug Säureprodukte. Ich würde mir das jetzt nicht nochmal kaufen. So, im Moment verwende ich Feuchtigkeit, weil meine Haut doch in Richtung extrem fettig zurzeit geht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und immer wenn das die Haut macht, dann hast du halt einfach auch zu wenig Feuchtigkeit in der Haut. Deswegen das Balea Aqua Serum ist aber nicht mein Favorit. Und ich habe echt festgestellt, dass dieser Geruch, zumal so Produkte gerade Skincare nicht riechen muss, weil Duft tut gar nichts auf der Haut, ist eher kontraproduktiv. Das ist mild beduftet, aber der Duft ist einfach nicht mehr meins. Ich mochte das mal eine Zeit lang, es ist eher so ein leicht männlicher Geruch, der verfliegt recht schnell. Würde ich mir so jetzt tatsächlich nicht mehr nachkaufen. Das Serum an sich ist nicht schlecht, aber ich mag das von Isana, das in der pinken Verpackung mag ich wirklich mehr. Also no, es ist kein Nachkaufprodukt mehr. Ich mochte das aber früher wirklich gerne, würde das aber auch weiterempfehlen. Dann verwende ich meistens das Niacinamid von Leon. Würde ich so auch nicht mehr nachkaufen. Das Niacinamid ist das einzigste Produkt, wo ein Inhaltsstoff drin ist von den Produkten von Leon. Was ich nicht unterstützen möchte, ist Carbomer drin und das lässt sich einfach im Wasser schlecht abbauen. Und ich versuche da halt wirklich darauf zu achten, falls du da
auch darauf achten möchtest, bitte. Ich bin eine Zeit lang so verwöhnt gewesen, dass ich mir einfach keine Inhaltsstoffe mehr angeguckt habe von den Produkten und bin da davon ausgegangen, oh, da wird schon nichts drin sein. Leider, leider. Aber es gibt inzwischen auch ganz gute Niacinamid-Produkte in der Drogerie, wo ich mich dann auch mal so ein bisschen umgucken werde. Also so würde ich mir das nicht mehr nachkaufen. Da gibt es meistens einen Pumpstoß und das wird dann auch im Gesicht verteilt. Für mich ist Niacinamid super. Zum einen eben wegen der Poren, zum anderen gerade wenn ich gerade diese Problematik mit der etwas fettigeren Haut habe, da greift das ganz gut ein und gerade in Verbindung mit Säuren funktioniert das für mich einfach mega gut. Also ich kann das gar nicht mehr wegdenken. Das ist, glaube ich, bin nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht, was sich alles getan hat in der Drogerie. Da hat sich echt viel getan. Aber es war eins der ersten Produkte mit Ceramiden drin. Also es ist Ceramid in P drin. Und ich bin halt ein großer Fan von No. Würde mir die Creme so aber nicht mehr nachkaufen, weil ich bin eher dann Team Valea, ultrasensitiv, diese Urea-Creme. Würde mir aber von Colibri diesen Barrierebooster holen. Da hat es eben auch diese Ceramide drin. Und gerade in Verbindung dann mit der Creme, mit der Balea-Creme, perfekt. Also das würde ich mir dann tatsächlich nicht mehr holen, aber ich kann die echt empfehlen. Bei der war es ganz interessant zu lesen auf der Homepage, dass da doch einige drauf allergisch reagiert haben. Ich habe die ja auch vorgestellt. Ich verlinke euch das mal gerne unter dem i. Kennt ihr die Creme schon? Ich mag sie. Sie zieht halt bei mir nicht gut ein, weil das ist einfach so eine Formulierung, die für mich nicht so hundertprozentig gut funktionieren muss. Ein bisschen mehr Creme. Aber dennoch ist es halt wirklich eine sehr gute Creme und ich habe hinterher so ein richtiges Versiegelungsgefühl auf dem Gesicht. Ich mag das total gern. Meine Routine ändert sich natürlich regelmäßig. Also die Produkte sind variabel anzusehen, aber ich gehe halt immer so ein bisschen nach den Bedürfnissen von meiner Haut. Also ist sie mehr fettig, muss ich natürlich mehr Feuchtigkeit ranbringen. Habe ich so ein stumpfes Gefühl auf der Haut oder so in Richtung trocken geht meine Haut selten, außer in dem Bereich hier. Und auch da kann ich dann Gott sei Dank variabel reagieren, weil ich das ein oder andere Produkt dann habe. Aber im Grunde ist mein Lieblingsprodukt wirklich die Ultrasensitive von Balea. Die funktioniert bei mir halt unwahrscheinlich gut. Und gerade wenn ich so Problemchen habe, funktioniert die halt super. Es sind jetzt einige Produkte dabei, die ich halt aufbrauchen möchte. Aber auch das ist wirklich wichtig, wenn man mit Skincare rumhantiert. Wie sieht es bei euch aus? Wie sieht eure Routine im Moment aus? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.